Die SeaCat hat die Eigenschaften, unter Wasser Bilder zu machen mittels Ultraschall. Und die Idee war es, von der Wasserrettung ausgelegte Objekte zu finden und zu identifizieren. Schwierigkeiten für uns sind natürlich die schlechten Sichtverhältnisse unter anderem, was natürlich unseren Suchradius erheblich minimiert. Das bedeutet also, wir müssen sehr viele Durchgänge in dem zu abzusuchenden Areal durchschwimmen, durchtauchen. Das bindet natürlich auch gewaltig Taucher und Zeit. Und aus diesem Grund ist es also wichtig, ein Fahrzeug zu haben oder so einen Roboter zu haben, der uns also dieses Suchen abnimmt. Die SeaCat ist ein autonomes Unterwasserfahrzeug, hat eine torpedoähnliche Form, ist etwa 3 Meter lang, 30 cm Durchmesser und arbeitet als Unterwasserroboter. Er wird programmiert, sodass er eine Mission, sprich bestimmte Wegpunkte, abfahren kann und unterwegs die Daten aufzeichnet. Die Person, die sich unter Wasser befindet, hat natürlich nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat im Körper. Das heißt, der Faktor Zeit, bis ich den wieder an die Oberfläche kriege, ist das Entscheidende, ob überhaupt eine Rettung der Person noch möglich ist. Und ich denke, da könnte uns vielleicht so ein AUV helfen. Gerade wenn es sich um Seen handelt, dann ist das Suchgebiet einfach viel zu groß, um damit mit 1, 2, 3 Tauchern die Person in adäquater Zeit zu finden. Wir haben schlechte Sichtweiten. Wir haben vielleicht niedrige Wassertemperaturen und dazu natürlich auch noch die psychologische Belastung einfach für die Taucher. Die Geräte sind mit hochauflösenden Sonars ausgestattet, zum Teil mit Kameras bestückt, mit Scheinwerfern, sodass es eben möglich ist, ein Objekt unter Wasser sehr schnell zu orten. Im Idealfall muss überhaupt kein Taucher ins Wasser, weil wir schon vorher genau sagen können, um was für ein Objekt es sich handelt. Durch die Reichweite der Sonare lassen sich große Flächen relativ schnell abscannen. Während Taucher in trübem Wasser eine Reichweite von 2 Metern haben, können wir mit den Sonaren nach rechts und links bis zu 50 Meter abdecken und sind durch die Geschwindigkeit des Fahrzeuges, was dann meanderförmig den See untersucht, innerhalb, ich sag mal, einer Stunde durch mit dem See, während Taucher bis dahin vielleicht 10 Meter geschafft haben. Heute haben wir im Wesentlichen die Möglichkeit genutzt, die Live-Bilder zu übertragen mittels eines geschleppten Bojenbootes, was über einen Lichtwellenleiter und ein Netzwerk mit dem Unterwasserfahrzeug verbunden war. Dadurch konnten wir Live-Daten sehen und wir haben erstmal vom Sidescan-Sonar rechts und links die 50 Meter abtasten können, haben das benutzt, um vorzusondieren, wo Kontakte sind, konnten dann mit einem vorwärtsgerichteten Sonar, Forward-Looking-Sonar, dieses Objekt nachher anfahren und in meinem Fall ja dann noch bis dahin, dass man im Video erkennen konnte, dass dort etwas liegt.
Taucher sind von den ersten Tests heute wirklich begeistert gewesen. Also die Einsätze werden sehr viel schneller, sehr viel erfolgsorientierter. Letzten Endes haben wir damit auch die Möglichkeit, Personen überhaupt erst einmal zu retten. Wir haben dann im zweiten Teil allerdings auch noch ein paar andere Objekte versucht zu finden. Dabei ging es um Objekte wie Waffen beispielsweise, wenn Polizeieinsätze das AUV nutzen würden wollen oder einfach Holzkonstruktionen. In verschiedenen Tiefen mit Wasserpflanzen verdeckt und ähnliches. Also wir haben die schwerstmöglichen Suchszenarien, die es für die Polizei, die Wasserrettung, aber auch für die Wasserbehörden gibt, hier heute zum ersten Mal durchgespielt. Also wir haben in dem letzten Lauf gezeigt, dass wir alle Objekte eigentlich gefunden haben im Sonar. Der wichtigste Effekt für mich ist, dass wir unsere Einsatztaucher schützen können. Die sind unter höchsten körperlichen und psychischen Anstrengungen unter Wasser unterwegs. Die amerikanischen Kollegen, die mit ihrer Technik vor Ort waren, bringen bereits Einsatzerfahrungen mit, vielfältige Einsatzerfahrungen. Und wir können mit dieser Technik die Belastung von unseren Einsatzkräften nehmen. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir tatsächlich auch in absehbarer Zeit ein einsatzfähiges Gerät haben werden.